Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Das hier ist ein fantastischer Pfundstopf und zwar ist das die Auflage 2.0. Wie ich den mache, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Für unseren Pfundstopf brauchen wir heute folgende Zutaten. Wir haben von allem natürlich 500 Gramm. Wir haben hier einmal geräucherten Speck, wir haben Schweinegulasch, wir haben Rindergulasch, hier haben wir Kassler, hier haben wir Cabanossi, Zwiebeln, Paprika, Hackfleisch, wir haben Sahne, hier haben wir eine Barbecue-Soße, wir haben zwei Dosen gehackte Tomaten. An Gewürzen haben wir hier noch Kreuzkümmel und geräucherte Paprika und Salz und Pfeffer. Wir werden das Ganze jetzt alles klein schneiden und danach sehen wir uns wieder. Wir werden jetzt anfangen, dass wir unser Gemüse zuerst vorbereiten. Dazu nehmen wir uns unsere Zwiebeln, werden die schälen und dann werden wir uns von unseren Zwiebeln so schöne Stückchen herunterschneiden. Dazu werden wir die erst einmal halbieren und immer weiter halbieren, dass wir hier dann so schöne Stückchen rausbekommen. Die werden wir uns hier in eine Schüssel reingeben. So, jetzt werden wir anfangen, unsere Paprika klein zu schneiden. Dazu werden wir die auch erstmal in der Mitte halbieren und uns das Kerngehäuse hier rausholen. Und dann werden wir uns die auch in so schöne kleine Würfel schneiden. So, als nächstes werden wir anfangen, dass wir uns unser Fleisch zurechtschneiden. Jetzt haben wir hier einmal den geräucherten Speck. Da möchte ich hier hinten die Schwarte da abmachen. Da werden wir einfach vorsichtig ein bisschen da so entlang schneiden, dass wir die Schwarte kriegen. Haben wir hier auch schon weggeschnitten. Und jetzt werden wir hier einfach so schöne 1 cm Streifen runterschneiden. Hier hinten haben wir jetzt noch ein paar von den Knorpel. Die schneiden wir auch weg, die wollen wir auch nicht mit oben haben. Und dann werden wir uns von unserem Bacon hier auch so schöne Würfelstücke runterschneiden. Als nächstes kommt unser Kassler dran. Bei dem Kassler haben wir jetzt hier noch die Knochen mit dran. Da werden wir jetzt einfach mal sauber außen entlang schneiden. Den Knochen wegmachen. Könnt ihr dann auch so noch abzuzeln, hier hinten noch ein bisschen Fleisch dran, wie ihr möchtet. Und von unserem Kassler werden wir uns jetzt auch so schöne Scheibchen runterschneiden, beziehungsweise Würfel. Und als allerletztes haben wir jetzt noch hier unsere Cabanossi-Würste und die werden wir auch einfach in schöne kleine Scheiben schneiden. Dann sind wir mit den Vorbereitungen auch fertig und dann warten wir nur noch, bis die Kohlen heiß sind und dann wandern wir am Atago rüber. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier unseren FT9, in dem werden wir jetzt unser Zeug alles reinfüllen. Dazu habe ich mir jetzt die ganzen Sachen hier alle vorbereitet. Und anfangen werden wir als unterste Schicht, dass wir da einfach unsere Zwiebeln hineingeben werden. So, jetzt werden wir hier auf unsere Zwiebeln das Gulasch verteilen. Hier haben wir ja Schwein und Rind, also das tun wir schön miteinander verteilen einfach. So, als nächste Schicht werden wir dann hier unseren Bacon drüber geben. Über den Bacon werden wir dann unsere Paprika verteilen. Und farblich sieht das Ganze schon mal richtig herrlich aus. Als nächstes kommt unser Kassler. Dann geben wir die Cabanossi oben drauf. Und als letztes haben wir jetzt hier noch unser Hackfleisch. Und aus dem Hackfleisch, da werden wir uns so kleine Bällchen formen. Und werden die hier auch mit draufsetzen. Jetzt werden wir anfangen, dass wir noch ein paar Gewürze drüber geben.
Da habe ich jetzt hier einmal Kreuzkümmel und geräucherte Paprika. Jeweils ja, einen guten halben bis dreiviertel Esslöffel. Das werden wir hier jetzt einfach oben drüber verteilen. Natürlich gibt man auch noch großzügig ein bisschen Salz dran. Frisch aus der Mühle. Was niemals fehlen darf, natürlich auch frisch gemahlener Pfeffer. Das machen wir alles natürlich vorerst und wir werden es dann später nochmal abschmecken, falls wir es denn benötigen. Jetzt haben wir hier natürlich noch geschälte, gehackte Tomaten. Die werden wir hier auch oben drüber geben. Dann haben wir hier noch Sahne. Da können wir zwei Becher rüber geben. Wenn ihr es nicht ganz so kalorienhaltig wollt, könnt ihr auch Milch alternativ nehmen oder 50-50. Ganz wie ihr mögt. Und zu guter Letzt haben wir hier jetzt noch unsere Schwarzbier-Barbecue-Soße. Und da werden wir auch ordentlich was hineingeben. Also eine Flasche mache ich jetzt hier mal auf jeden Fall. Und von der zweiten werden wir dann gucken, wie viel das wir noch brauchen. Naja, da es nicht ganz so viel ist, denke ich, werde ich die zweite Flasche auch komplett reingeben. Hier haben wir ja auch gut unsere Räucheraromen drin in der Barbecue-Soße. Und das gibt alles geilen Geschmack. Leute, das wird fantastisch. Das weiß ich jetzt schon, wo es denn mal angefangen hat zu kochen. Und wie wir auch sehen, im FT9 haben wir hier jetzt ausreichend Platz. In meinem ersten Video, als ich nur Zeitraffer gemacht habe, da habe ich das im FT4,5 gemacht. Da war alles proppevoll und ist dann übergelaufen. War auch nicht so super, aber hier sind wir vom Platz her optimal aufgestellt. Und das Ganze ist jetzt auch fertig. Jetzt werden wir hier unseren Deckel drauf geben. Und jetzt wandert das Ganze dann in der Tago rein. Dann werden wir hier unseren Dutch-Ofen nehmen. Und der ist sauschwer. Und hier oben positionieren. Schauen, dass er auch ein bisschen gerade steht. Und dann werden wir die restlichen Kohlen dann hier oben verteilen. Da drin wird es gute 200 Grad warm werden. Ich denke mal, dass das Ganze so circa 1,5 bis 2 Stunden dauern wird. Zwischendurch werden wir mal wieder reingucken und da seid ihr dann natürlich mit dabei. 2 Stunden sind jetzt vergangen und jetzt werden wir hier mal reingucken. Und jetzt werden wir das erste Mal hier umrühren. Habe jetzt leider nur einen Metalllöffel da, aber da sind wir ein bisschen vorsichtig. Also was wir hier an Flüssigkeit haben und so, das langt überall hin. Vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel. Mal kurz abschmecken das Ganze, ob wir da noch was brauchen. Aber duften tut es fantastisch und wenn genauso schmeckt, bin ich super zufrieden. Alter Schwede, grandios, Wahnsinn. So, da wir jetzt hier natürlich auch noch einen Haufen Fett haben, was aus unserem Fleisch und aus den Würsten und alles ausgetreten ist, werden wir das ein bisschen abschöpfen, weil ich finde das mega eklig. Und da gehen wir jetzt einfach hier mit der Kelle her und holen uns das Fett hier raus. Und da ist ordentlich an Fett drin. So, also hier haben wir jetzt die gute Viertel der Schüssel vollgebracht, nur mit Fett, was oben geschwommen ist. Und da bin ich jetzt schon froh, dass wir das raus haben. Das restliche Fett, was jetzt hier noch drin ist, das werden wir dann einfach gut vermischen mit dem Ganzen. Also ich mache den Deckel jetzt nochmal drauf, werde jetzt unsere Beilagen vorbereiten und danach werden wir das Ganze anrichten und essen. So, endlich darf probiert werden. Ich freue mich da schon wie ein Wahnsinniger drauf. Der Zahn tropft unglaublich. Und jetzt werde ich mir einfach mal ein bisschen was schnappen. Und jetzt wird das Ganze probiert. Alter Schwede, Wahnsinn. Ja. Also es ist unglaublich, was hier einfach an Geschmack im Mund zusammentrifft. Die ganzen Fleischsorten, die Paprika, die Zwiebeln, das wenn alles aufeinander prallt mit der Barbecue-Soße und den Gewürzen. Es ist einfach Geschmacksexplosion pur im Gaumen. Also ich finde, besser geht es im Dutch Oven nicht, dass man was zubereiten kann. Es ist einfach nur klasse. Ich werde mir das Ganze jetzt wieder mit meinem Bruder schmecken lassen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, lasst mir bitte wieder den Daumen nach oben da. Gebt mir doch den einen oder anderen freundlichen Kommentar. Wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, könnt ihr das hier oben gerne nachholen.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Danke fürs freundliche Zusehen, euer McAllister.